Show, yeah! Welcome to the Star Wars Show. Willkommen zur kleinen Star Wars Community, Facebook, Gruppen, Wohnzimmer, Show. Ja, meine eine, euer Admin, freut sich, dass ihr da seid und es freut mich, dass ihr Star Wars mögt. So, wie gesagt, wir wollen hier ab 30, 40 und auch 55 plus ansprechen. Mal kurz wieder in die Kindheit zurück, wie alles angefangen mit 7, mit 8, mit 10, mit 20. Ach, die schöne Zeit halt, da wo man Star Wars kennengelernt hat und wo man dann sozusagen mit groß geworden ist. Viele sprechen darüber, ich habe weitergegeben. Ja, es ist jetzt the new generation und deswegen sage ich Star Wars 2.0. So, meine einer freut sich natürlich jetzt, was ihr seht, ist, dass Star Wars in Cannes angekommen ist unter Han Solo. Es freut mich, dass Chewbacca endlich das ist, was er an sich ist, der Hauptakteur. Er ist in allen Folgen zu erleben und auch bei den Rebels war er zu erleben und so weiter. So, Chewbacca hat auch nach so langer Zeit endlich seinen Bambel da bekommen, seine Auszeichnung, dass er halt auch in dem sogenannten Rebellenkrieg Todesstern 4 bis 6 dabei war und da so richtig auch losgelegt hat. Chewie hat nicht viel zu sagen, er brummt halt immer nur, ich mache jetzt den Tonfall nicht nach. Und es freut mich, wenn das Replik hier ankommt und ich den Chewie dann auch hier habe, so wie Yoda jetzt da hinten feierlich auf seinem Thron sitzt und hier in den Raum hineinschaut. So, Star Wars ist für mich natürlich Vergangenheit, 30 Jahre involviert und nun die restlichen 11 Jahre nur so nebenbei wie wir alle. So, als Reseller jetzt und auch als Verkauf und auch PR freut es mich sehr, Sie heute alle hier in Cannes gesehen zu haben. Ich fand es sehr interessant beim Interview, wie da die Übersetzerin versuchte, es erst in holprigem Deutsch und dann nachher doch ins Englische überging, das Interview zu verdeutlichen aus dem französischen Raum sozusagen. Da wird ja nochmal knallhart Französisch gesprochen. Die gewissen Schauspieler kriegen ja da gar nicht so mit. Die blinzeln auch immer, was wollen die von mir? Also jedenfalls die gesamten Schauspieler, die jetzt für Han Solo gecastet waren, die jetzt für Han Solo in Cannes stehen und den Film nach vorne bringen. Star Wars ist jetzt in Europa angekommen, in Frankreich halt. Und in der Normandie zum Beispiel sind einige der besten Cosplayer, die ich je gesehen habe, was die an Kostüme und an Bereitschaft und auch Treue gegenüber Star Wars aufbringen, habe ich weit breit hier nirgendwo erlebt. Gestern noch mit sehr vielen gesprochen. Wie gesagt, Marvel hat ja momentan die Ablösung. Aber wir hoffen alle, dass Han Solo diese Ablösung auch schnell wieder zurücknimmt. Marvel, wie gesagt, die Jugendlichen zwischen 10 und 12 kommen damit nicht klar mit Infinity War. Definitiv sind alle gestorben. Punkt für die aus. Brauchen wir uns nicht drüber echauffieren. Der Gegner wurde uns als den mächtigsten vorgestellt, er ist so mächtig, wie gesagt. Und im amerikanischen Raum mit seiner sehr tiefen Stimme passt es auch. Sehr viel CGI ist sehr stark animiert, aber egal. Ich meine, wenn so ein Superstar für die Kleinen, vor allen Dingen Spider-Man im Weltall und plötzlich, nicht wahr, tot ist und andere, also alle tot sind. Und dass sie nur 14 Millionen zu 656 es steht, wie oft sie da und so weiter. Also sie haben lange gekämpft, verdammt lange gekämpft, durch ihre Zeitsprünge, die sie da gemacht haben. Sogar Hulk war niedergeschlagen, sogar Hulk war besiegt. Das soll schon was sein. Aber das ist eine andere Fakultät. Disney, denen ist es egal, die haben ihre Milliarden eingefahren. Jetzt ist dort erstmal Ruhe, weil sie gemerkt haben, der Schock ist halt doch bei den Jugendlichen ziemlich hoch. So, bei Star Wars, wie gesagt, verabschieden wir uns aus der alten Liga. Skywalker und Han Solo kommt ja jetzt, aber dennoch ist vorbei. So, wir haben jetzt Star Wars 2.0 und ich finde es sehr schön, wenn so die Kunden reinschauen, warum ich hier am Sprechen bin. Ihr wisst, warum ich spreche. Guten Morgen! Auch junge Menschen sehen diese Sendung und halten dann, ich hasse das. Und es gibt auch welche Jugendliche, die lieben es. Finde ich auch toll. Also es ist immer so ein bisschen die Waage, mal mehr, mal weniger.
Hier ist, hier bleibt der sogenannte Fanservice für euch im Star Wars Bereich. Und nicht nur, dass hier auch 3D-Sachen sind, damit man die Star Wars Leute mag, nicht wahr, ist alles da. Die Dekoration steht ja nun mal. Einige, die hier mitgemacht haben, haben das also auch schon geschenkt bekommen. So ist es ja nicht. Dankeschön erstmal an die beiden, die überhaupt hier Lust haben mitzumachen. Marco sowieso aus Bottrop, der momentan schwer in Arbeit ist. Und bald ist Pfingsten und dann hat man da ein bisschen mehr Ruhe. So, Yakamashi ist auch bald und bringt auch Sachen mit. Und ich arbeite, wie gesagt, an der richtigen Sendung, dass ihr auch richtig Spaß haben werdet, zuzuschauen. Ich arbeite auch daran, vielleicht, weil so viele gefragt haben, mach es doch mal live. Ja, live. Live sprechen macht auch Spaß, aber 30, 40 plus, 55 plus sind halt noch nicht in der Technik so involviert, dass die wirklich zuschauen würden. Und noch einmal die Newcomer da zwischen 14 und 24, die halt mehr da in ihrem Bereich lieben oder hassen unterwegs sind und nerdig sind, mehr Fanboys sind, das ist jetzt nicht unsere Schublade. Natürlich haben wir uns auch schon überlegt, so Fanboys-mäßig rüberzukommen, auch so richtig rumzublödeln über Star Wars, weil Star Wars ist ja an sich alles und alles ist meistens nichts. Und da wir jetzt im 2.0 sind, wer richtig gut zuhört, den Kylo Ren gut zugehört, lasst bitte alles liegen. Ja, Sith weg, Jedis weg, Republik weg, ja, Rebellen weg, fangen wir neu an. Das meine ich schon ernst. Ja, die wollen also mit Star Wars neu anfangen, auch wenn Resistance oder Resistance neu im Herbst aufgelegt wird, also in ein paar Monaten. Jetzt freuen wir uns erstmal auf den Frühling und dann auf den Sommer und dann kommt ja, wie gesagt, der Herbst und im Herbst geht es dann halt damit los. Dann können wir vielleicht darüber sprechen, weil so richtig warten muss man ja nicht. Ne, jetzt haben wir Han Solo, ich freue mich schon, heute in 6 Tagen endlich mal reingehen zu dürfen. Na, ein bisschen mehr, 9 Tage. Heute in 9 Tagen oder sagen wir 10 Tage, bin ja nicht so. Also in 10 Tagen freuen wir uns endlich drin gewesen zu sein. Und dann über Han Solo wirklich zu sprechen, weil wir ihn ja dann richtig gesehen haben. Und auch rückblicken können auf Cannes heute und rückblicken können auf die Premiere vorgestern. So, Premiere in Amerika war schon verdammt gut. Jetzt die Premiere in Cannes mit so einer Laudatio. Und wie gesagt, das ist da das Highlight im Moment. Nicht die anderen Filme, das ist nochmal ein Festival. Und das ist schon eine tolle Geschichte. Ich habe mir das alles heute mal angesehen da, hat mir schon gefallen. Ich meine, auch die Euphorie, ja, des Films und auch die Euphorie über die Schauspieler, ich meine, sind ja keine Unbekannten. Und macht das richtig Spaß. Und wenn man auch sieht, dieser weibliche Roboter, der da dargestellt wird, die junge Dame ist ja dabei, die für die ist es ja komplett neu, dann merkt man das schon, weil was soll ich jetzt hier machen? Und dieses Rumgeschrei der Paparazzis und Paparazzos. Kriegt ja alles mit, wer das verfolgt. Wie gesagt, es ist nur traurig, dass 30, 40 plus und 55 plus nicht so euphorisch sind wie halt die Jugendlichen. So, die, die das hier sehen zwischen 9, 12 und wie gesagt bis 24, die leben halt in einer ganz anderen Star Wars Story. Sie sind halt nicht involviert zwischen 4 und 6 und damit groß geworden. Und haben auch diesen Hype nicht mitbekommen, spinn dein Vater. Das war ja schon eine Erschreckungssekunde für uns damals. Heute ist das alles, heute weiß das jeder. Und wenn ich so Marcel frage, zwischen 12 oder 9, sagen wir zwischen 9 und 12, die dann nur den Saber da im Kopf haben, die also nur mit dem Lichtschwert rumeiern wollen und nur Lichtschwertkämpfe sehen wollen oder Old Republic, auch nur solche Sachen, was soll ich jetzt dazu sagen? Irgendwie ist es alt, ist es vorbei. Kylo Ren hat recht. Aufhören, beenden, neu anfangen. Ja, neu anfangen mit neuen Ideen, mit neuen Ausrichtungen im Mantel von Star Wars. Das alte war halt Krieg der Sterne und es war lange Zeit und es wurde wirklich analysiert. Es wurde wirklich auseinandergenommen. Das Phänomen wurde beobachtet. So, und jetzt sollte man einfach mal sagen,
Meine lieben Skywalkers, meine lieben Solos, goodbye, have good night, bye bye. So, und jetzt irgendwie neue Leute, neue Favoriten, neue Ausrichtungen, neue Körperschaften, neue Geschichten vor allen Dingen irgendwie. Von mir ist Underground. Ja, jetzt fange ich auch schon wieder an mit 1333 Old Republic, aber nee, irgendwie neu, ja. Bin gespannt, ob J.J. Abrams es schafft, irgendwie so einen Neusprung, ja. Ich meine, die Geschichten sind aus. Ich meine, George Lucas hat auch nicht so viel Script gehabt, ja. Der hat also auch viel zugehört und ihm wurde auch viel zugetragen. Mal so, mal so machen, so mal hier. Ich habe da ein paar Figuren, die wurden gezeichnet, ihm vorgelegt. Sogar Yoda sah merkwürdig aus, bis Yoda so wurde, wie Yoda jetzt ist. Also ich bin auch der Meinung, Star Wars sollte jetzt kein Marvel werden. Ja, also wenn Star Wars Marvel wird, wäre es schade, wäre es ein Comic. Star Wars war an sich kein Comic. Star Wars wurde zu einem Comic, zu Büchern, aber das ist Expanded Universe. Expanded Universe ist nicht Star Wars. Ich meine, gehört dazu, aber ist es nicht. Wenn man bedenkt, dass es mit 4 angefangen hat, das war der Startschuss, jeder hat sich zwar gefragt, wieso 4, hat aber keiner was zu gesagt. Okay, dann kamen 5 und 6, ja, und jeder war dann angefixt und hat gesagt, ey, wie geht denn das hier weiter und so. Und dieser Wahnsinnssprung da zu Jar Jar Binks und 1, 2 und 3, Mann, ich weiß nicht, ob mir Jar Jar Binks hier hin tun soll, aber egal. Er hat damals halt dazugehört. Ach, herrlich. Ja, dann die Ewoks. Das war auch so ein, ne, und dann die Karawane der Ewoks da. Das waren so Sachen, oder die Zeichentrickfilme der Clone Wars. Dann kam Clone Wars, dann kam The Rebels, Destiny, also schon eine Menge. Und dann, wie gesagt, das darf man nicht vergessen, die Fanboys kamen sozusagen vor 1. Die wollten ja 1 klauen. Ja? Und William Shatner war der Ursprung des Ganzen. Naja, die Trekkies, die jetzt Trekker heißen, ne? Das sind alles Trekker, die vom Himmel fallen. Ne? Naja, egal. Sollte Tarantino da so einen Hammerfilm rausbringen, dann wird wohl da erstmal die Glocke läuten. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Morgen! Wie gesagt, nach Han Solo werden wir weitersehen. Resistance oder Resistance, dann die ganzen Haters, dann die ganzen Lovers, dann die ganzen ehemaligen. Man will ja unbedingt, dass Obi-Wan Kenobi wiederkommt oder eine eigene Sequence bekommt. Die anderen schreien schon, dass sie jetzt eine Sequence von Chewbacca haben wollen. Ach, wisst ihr, ich bleib trotzdem treu und zeige euch Fanservice. Ich helfe euch, ich unterhalte mich sehr gerne mit euch und würde mich freuen, wenn wir endlich mal wieder in die Analogie zurückkehren würden. Hier in unserem sogenannten Filmclub, dass wir uns nicht nur über die Filme unterhalten, über die Schauspieler unterhalten, über die gesamte Sache uns unterhalten und dann im Vier-Augen-Gespräch bei einem leckeren Kaffee und die anderen in ihrer Raucherpause. Ja, ich bin ein 100%iger Nicht-Raucher und Nicht-Säufer. Ich lebe halt normal und gesund und am Ende muss ich auch in die Holzkiste, aber auf die Holzkiste, dass ich mir Star Wars Fan ever draufritzen oder halt in der Urne, damit mein Staub da sich reinfressen kann. I love Star Wars seit 1977, 79, wo ich dann involviert wurde, da 30 Jahre bis 2009 und dann war Feierabend und nach 2013, wow, war schon ein Schock da, ich verkaufe das Ganze, ist klar, ich wusste warum, Kohle. Ich meine, mit 5,3 Milliarden oder jetzt 5,8 Milliarden kann man gut leben mit 75, also, ne, er ist relaxed. Und der andere hat ja auch mit seinen 70 Harrison Ford auch ein paar Milliarden auf seinem Konto und kann auch damit leben. So, und Mark Hamill ist ja der einzige gewesen, der halt auch so und so viel Prozent vom Umsatz bekam der Figuren. Ob die Verträge heute auch noch laufen, weiß ich nicht, aber jedenfalls hat er damit auch verdient. Carrie Fisher genauso. Die beiden haben dann, wie gesagt, daran verdient anhand des Verkaufs aller Figuren. Und
alles, was dazu gehörte. War eine tolle Geschichte, so konnte man seinen Schauspieler auch mal bezahlen. Denn es war sehr teuer, das Ganze. So, und heute machen es halt milliardenschwere Unternehmen, die mal eben locker Millionen freigeben, damit wir eine tolle Unterhaltung bekommen. Ich opfere hier meine Zeit, um in die Kamera zu sprechen. Ich opfere gerne meine Zeit für alle Liebenden und auch Hassenden. Und ich finde es toll, dass ihr überhaupt dabei seid. Ich finde es toll, dass überhaupt geguckt wird. Wie gesagt, die kleine Stückzahl da unten, das bleibt wie gesagt nicht aus, weil nun mal 30, 40 plus und 55 plus kaum Zeit haben, sich damit zu identifizieren und auch gar keine Lust haben, mit Püppchen zu spielen. So, ich muss mir das immer anhören, immer, das sind Püppchen. Ja, sag ich, das sind Püppchen. Und wenn ich sehe, dass da einige im Lego-Rausch sind, damit komme ich persönlich gar nicht klar, weil ja, ich gar keine Zeit und gar keine Lust habe, jetzt die Steinchen da zusammenzupacken. Und ich kann schlecht immer Kinder involvieren. Hier seid ihr mal so nett und bauen mir das. Irgendwann mache ich das vielleicht für eine große Aktion. Für irgendwas sehr Großes, aber erstens das Entstauben. Zweitens sauber halten und drittens, wenn dem Teil was passiert, dass da alles wieder dran zu kriegen, das ist so eine Sache. Ja, dann lieber Hasbro oder Bandai oder wenn wir Glück haben, kommt mal eine andere Firma, Jack Pacifics. Die Figuren sind ja auch nicht schlecht, ja? Zwischen 30 bis 1,20 Meter. Ja, 30 cm sind die gute, so, ja, die stehen ja an den Computern und viele sprechen dann auch halt darüber. Oder die ganz großen stehen im Schaufenster und die ganz, ganz großen stehen in den Ecken. Ja, also wie gesagt, Darth Vader ist zwar der Ursprung des Ganzen, aber auch ein Darth Vader sollte jetzt langsam mal gehen. Das sieht man ja anhand des Kopfes. Der kam zwischen 169, dann 129, jetzt kostet er 99,95. Der Röchelhelm. Ne? Steht zwar Hasbro Replik dran, sieht auch gut aus. Gutes Plastik. Wenn ich bedenke, dass der Trooper-Helm immer noch 169 Euro kostet und ich schon ein Haushaltsgewicht, mal eng zu sagen, kaufen oder nicht kaufen. Weil meistens als Reseller, als Wiederverkäufer, hat man nicht die Kundschaft danach, die händeringend hinter sowas her sind. Viele verweise ich auch auf Amazon, seid mir nicht böse, kauft bei Amazon. Richtig, man hat richtig Ärger mit denen zwischendurch, weil die nicht richtig ausliefern. Ich warte immer noch auf mein Darth Vader T-Shirt und ich warte immer noch auf Rey aus Destiny. Ja, der Rest ist ja so langsam hier eingetrudelt. Ist dann wie gesagt der Yoda, der mich erfreute, wie er da sitzt. Ich mag ihn, ich mag Yoda. Gut, man könnte auch einen Film über Yoda machen, aber... Unter uns, meine Güte, wir kennen doch alles. Comics, Bücher, Hintergründe, Informationen, 41 Jahre alte Informationen. Ich finde es toll, wie viele sich Geschichten ausdenken aus der Old Republic, die an sich erfundene Geschichten sind. Ich finde es toll, wenn irgendwelche über den Kanon reden. Ist das überhaupt noch Kanon? Ist das überhaupt noch richtig? Dann, wie gesagt, besonders diese Fakultät der Hasser, ne? Die Haters, meine Güte, Han Solo hat drei Kinder, Luke Skywalker hat drei Kinder und der ist gestorben und der ist, hallo, ich finde es stark, wie Geschichten erzählt werden. Meiner einer versucht euch die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, aber diese Geschichte mögt ihr überhaupt nicht. Wenn ich euch jetzt hier irgendwelche Geschichten aus Old Republic, aus 1333, oder aus irgendwelchen Games, ja, aus Sword, irgendwas, oder aus Battlefront, dann, Leute, das ist nicht Star Wars, das ist Ballern. Ich meine, ich habe mir da allein geguckt, ja, und das ist auch großer Leinwand, und auch verdammt Dolby, Stereo, ja, habe ich mir angetan, ich habe mir Battlefront angesehen, auch 9 Stunden, ja, das ist nur Geballer, ja, zusammengeschnittenes Geballer, und auch die andere Geschichte, Scarlord, Scarboy, Starkiller, ja, auch da, die Geschichte, wie Darth Vader ihn da ausgebildet und weitergebildet und gegen das Imperium und gegen den Imperator und
All solche merkwürdigen Geschichten, die will ich gar nicht real sehen, die gefallen mir so, wie sie waren, also gezeichnet oder animiert. Ist okay. Und dann die ganzen Freelancers, ja, die Freemakers, vor allen Dingen da, das ganze witzige Lego. Man ist ja nur am Lachen, das hat auch mit Star Wars in sich nichts zu tun. Aber es macht halt Spaß, ob die 30, 40, 55 plus das auch so sehen, weiß ich jetzt nicht, aber für euch ist die Sendung. Die Sendung ist für 30 plus, 40 plus und 55 plus. So, dass ich hier sehr viele Jugendliche habe, aber die sitzen nicht vor der Kamera. Irgendwann werde ich mal fragen, okay, können wir auch mal eine Jugendsendung machen? Dann bin ich natürlich nicht drin, dann bin ich nur der, der das produzieren wird. Aber Jugendliche freilassen vor der Kamera, ich sehe das ja jeden Tag bei YouTube und so, muss ich beruflich einfach mal so ein bisschen mit den Augen zwinkern. Ich weiß, wie das alles da gemacht wird, ich weiß, wie ihr zu euren sogenannten Likes und alles kommt, ist okay, ich sage dazu gar nichts. Wenn ich wollte, steht hier auch eine andere Like-Zahl, ich werde jeden Tag irgendwie angecallt, du hast 98%, so hast du nicht mehr Interesse, wir hauen dir dann, ne, machen wir dann. So, dann wird alles geschaltet wie so ein Weltmeister, überall seht ihr dann diese Videoclips und so weiter und unten steht eine Wahnsinnszahl drunter, die ich aber dann sozusagen gekauft hätte. Das will ich nicht. Und wenn ich dann die 5 sehe oder die 10 sehe, dann gefällt es mir, dass das die Wahrheit war. Weil mehr schauen sich in dem Alter 30, 40 und 55 plus das nicht an. So. Ich muss aber immer einen Bogen finden, um rauszukommen. Meistens machen es ja die Kunden, dass ich dann einen Cut habe und wenn ich dann nicht wiederkomme, dann war es das. Und jetzt, wie gesagt, bin ich in einer Wartestellung, dass ich endlich mein T-Shirt kriege und halt auch diese Figur, dann ist der Abschluss da, dann ist der erste Einkaufsabschluss gestartet und ich kann anfangen mit der Dekoration. Ich habe auch da hinten schon ausgemessen, wo die Monitore reinpassen oder wie es reinpasst mit den Monitoren, dass es ein schönes Bild wird und dass wir da auch gut arbeiten können und dann sagen, komm, welcome to the show, welcome to Star Wars, welcome to Aria Solo and Captain Rex oder ne, irgendwie. Machen wir da. An Mikrofone habe ich auch schon gedacht. Ich hätte schon Interesse, eine Live-Schaltung zu machen. Einfach mal so zu testen, wie die Verbindung ist, wie aufgebaut und wer Lust und Laune hat, dazu zu schauen. Aber dann wirklich mit viel Publikum, weil es dann ein bisschen mehr Spaß macht. Und ich bin auch gespannt auf die Sendung. Wenn da andere Argumente mal langsam kommen, wenn auch andere mit ihren eigenen Sichten, ja, über die gesamte Sache, wie stark sie doch involviert sind, wie ihnen das doch Spaß macht. Ist ein Hobby. Es ist ein Hobby statt Eisenbahn. Wir hätten auch eine Eisenbahnsendung machen können und über Eisenbahn philosophieren. Wir hätten einen Wahnsinnszuspruch. Und so ist es nicht. Ich sehe ja meinen Kollegen, der jeden Tag hier an mir vorbeigeht mit seinen Tütchen, Paketen, die er da verschickt weltweit, die da auf Ersatzteile hoffen. Und die er da besorgt und noch verkauft. Märklin und Fleischmann und wie die alle heißen. So, ich bin reine Dienstleistung. Ich stelle nur diese Videos und Überspielungen her und Aufzeichnungen und halt Verkauf dieser Figuren. Aber der Rest ist reine Dienstleistung. Nur Arbeit, den Leuten da das zu geben, was sie brauchen. Von der Wiege bis zur Ware brauchen die Leute Formulare. Ja, und Bilder brauchen sie, amtliche und normale Bewerbung und so weiter. So, die Werbung für die Sendung ist lang genug. Die Werbung für Star Wars ist auch lang genug. Und ich bin wirklich der Meinung, dass wir jetzt bei Star Wars 2.0 angekommen sind. Und dass Star Wars 2.0 neu wird. Ich bin der Meinung, dass es klappen wird mit Han Solo. Und ich freue mich schon, wenn noch mehrere Folgen von Han Solo kommen. Ja, das war's erstmal. Ja. Und als Kinogänger freue ich mich natürlich auch auf Avatar, Indiana Jones, Infinity War 2, damit alle wieder leben, damit die Kinder endlich wieder lachen, die jetzt momentan niedergeschlagen hier durch die Gegend dackeln. Marvel versteht halt, Geld zu machen. So einfach ist das. Aber
ein Kind zwischen 9 und 12 das klar zu machen, dass Spider-Man platt ist oder das ist oder dieses oder jenes, das ist so eine Sache, das ist nicht so einfach. So, da die Maschinen da draußen am Rumwerken sind und meine Stimme ich anheben muss, sag ich lieber tschüss, bis später mal. Jawohl, und die Regierung ruft auf. So, hab heute ein bisschen Zeit über Star Wars zu sprechen. Han Solo, die Story in Cannes ging es richtig ab. Sieht man ja dann auch und hat auch Spaß gemacht, selbst zuzuschauen. Ich fand es stark, wie die Franzosen versuchten, Deutsch-Englisch zu mischen. Wer einmal Zeit hat, reinzuspringen bei YouTube und dann sich mal so ein Interview anschaut, der Franzose haut da rein, so richtig, gib ihm. Und alle gucken, wissen ja gar nicht, wie ihnen geschieht. Und da der so schnell war oder ist, kam also die Übersetzung nicht klar. Sie sprach dann irgendwie Deutsch oder doch Englisch, war ein Mischmasch ohne Ende, aber es macht Spaß. So, warum bin ich nochmal on air? Ich bin auch gerade hier bei der Hotline, bei den Kinos. Am 24. Mai, also heute in 9 Tagen, ist er dann im Cinemax zu sehen in Rhein-Ruhr. Vielleicht treffen wir uns auch. Ich versuche abends reinzukommen. Ich müsste jetzt eine gewisse Nummer anrufen. Und dann steht da mal eben, dass eine Karte mehr kostet, also 1 Euro mehr. Wenn man Glück hat, 70 Cent mehr. Also jedenfalls mehr. Wenn ich jetzt anrufe und 3 Karten bestelle, bin ich 3 Euro mehr los. Wie sonst? Ich meine, die Karte wird nicht billig sein, weil ich diesmal auf diesem Rüttelstuhl möchte, weil ist ja ziemlich viel los. Also wenn der Falke abgeht, dann möchte ich auch mal so eine Art Rüttelstuhl da haben. Ne? So aus Spaß. Ja, zu Hause habe ich dann noch nicht so einen Pneumatikstuhl. Hatte ich mal vor, aber... So, und ja, Star Wars. Momentan sind alle angefixt. Ich begrüße auch total recht herzlich den aus Hamburg, weil er sagte auch, ich gehe nächste Woche rein. Und ja, wie gesagt, wir auch. Ja, also wir auch, wir gehen auch rein. Ich habe meinen Spickzettel nicht, war ja auch spontan. Genau, Marcel Alexander Möll war das aus Hamburg. Marcel Alexander Möll, den ich nochmal total recht herzlich grüße jetzt hier. Also wie gesagt, der geht auch rein, ob er sich schon Karten geholt hat, weiß ich nicht. Ich werde da mal vorfahren und das direkt an den Schalter versuchen. Ich habe jetzt keine Lust da anzurufen und irgendwelche Fragen zu stellen. Aber ich freue mich jedenfalls drauf in 3D. Und ja, dann sieht man halt in die Tiefe, dann sehe ich auch endlich den Zug etwas näher. Wie gesagt, ich freue mich tierisch auf zu Hause, weil ich habe da die IMAX-Anlage jetzt endlich installieren lassen und wir alle sind begeistert. Ich sowieso, weil ich am längsten gucke. Die anderen sind nur Gäste, die zwischendurch vorbeikommen und das Ding nicht abkriegen. Können wir noch eingucken? Ja, sorry, natürlich können wir reingucken. Ja, also nicht nur Star Wars, ist klar. Auch Doctor Strange, die ganzen Marvels, auch die ganzen DCs machen da jetzt mehr Spaß, weil man jetzt ein bisschen mehr erkennt. Ich hätte ein bisschen Pech gehabt, habe viele 3D-Sachen, wie gesagt, ausgesucht, habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Einmal die 120 Hertz und einmal das mit Infrarot. Jeder Hersteller hat eine andere. Die Firma Samsung macht das so, die Firma Panasonic macht es so. Und jetzt habe ich, wie gesagt, diese IMAX-Geschichte da, die machen das halt so. Und da macht es Spaß. Also da macht es Spaß. Und wie gesagt, mein Kollege ist momentan in London unterwegs, will dann einige IMAX-Filme einkaufen, damit man die zu Hause genussvoll sehen kann. Dieser Colorado, dieser. Ich weiß auch gar nicht aus welchem Jahr, aber der war schon bombastisch. Wie gesagt, wenn ihr auch sowas macht oder kauft und euch installiert und auch IMAX-Fans seid und auch IMAX-Filme mögt, wie gesagt, passt dann also auf. Die gesamte Anlage ist dann ziemlich strubbelig, ja. Und müsst ihr halt einfach eine normale DVD reinlegen oder eben kurz ausmachen, wieder anmachen. Dann ist der Rekorder meistens auch wieder okay. Nicht jeder Rekorder kann es, muss ich ja sagen. Wir haben einen IMAX-Film, damit haben wir ein bisschen Pech. Da hat man eine alte Samsung-Anlage, die hat es gekonnt. Die konnte diesen IMAX-Film verarbeiten. Man konnte auch die normalen Brillen nehmen, weil die Brille ist dabei, ist an sich ein anderes Verfahren. Ich muss es nochmal testen, dass ich dann auf das Symbol der normalen gehe. Weil er fängt da an und er weiß einfach nicht, was er da machen soll. Also er ist da am Wuseln, kriegt das 3D nicht hin.
Ist aber ein schöner Film, weil, wie gesagt, IMAX Spaß macht, weil alles im Wohnzimmer da ist. Man kann alles wieder an, ihr wisst ja. Ne? So die neue Art im Film ist ja mehr Aquarium. Man guckt rein, da kommt nichts raus, also sehr selten. Ja? Bei E8, wie der große Gleiter kam, da war dann also schon ziemlich nah, aber war nicht so gedreht, wie IMAX gedreht wurde, dass es wirklich rauskommt. Ne? Aber ist nicht so schlimm, muss ja auch nicht sein, weil die Filme sprechen ja für sich. So, wie gesagt, Marcel Alexander geht auch rein, gehört auch zur Gruppe. Ich habe auch einige neue Bilder, ich habe auch die Story und auch Cannes eingelesen hier in unserer Gruppe. Und ich schreibe ihn jetzt zurück, freue mich auf den Film. Ich freue mich wirklich auf den Film. Ich freue mich wirklich drauf und ich habe jetzt wirklich so viel gesehen und ich kann mir das schon richtig vorstellen, aber ich weiß ja nicht, wie er richtig. Ich meine, ich habe Spots gesehen. Ich habe Spots gesehen. Ich habe Trailer gesehen. Das heißt aber noch lange nicht, dass das dann auch so ist. Ich habe sehr viele Trailer und sehr viele Spots mal gesehen und da war der Film komplett anders. Hatte also mit den Storys und so gar nichts zu tun. Aber gewisse Passagen da, ne, wo er da den Halfter aufmacht, wissen wir jetzt Bescheid, warum er den Halfter aufmacht. Der andere so, er macht das mal nicht. Und ich fand das so stark, wie er sagte, ich habe da über drei, ich fand das so stark, wie er sagte da mit dem Falken, was da für eine Truppe drin ist und der Falke haut auf einmal ab. Wir wissen auch gar nicht, warum der abgehauen ist. Schließlich ist da auch ein Roboter drin, der L3, der von einer Frau gespielt wird. Und ja, auch die Gegner sehen ja auch wieder divers aus. Und man bekommt halt diese ganzen Figuren. Ich habe versucht jetzt Kira zu bekommen, keine Chance, keiner hat, ich könnte sie zwar vorbestellen, ich wüsste aber nicht, wann ich sie dann bekomme, also ist schwierig. Die anderen drei sind ja da, wie gesagt, Han Solo und Brando Carissian und wie gesagt der Wächter des Zuges, dieser Trooper ist da, die anderen Trooper sind noch gar nicht aufgetaucht, ist ein bisschen schwierig da ranzukommen. Ist halt so, man müsste jetzt in Japan, also unter uns, man müsste wirklich von einem Laden zum anderen Laden fahren, auch bundesweit so, und dann sagen wir mal ein paar tausend Euro mitnehmen und dann eine Art Einkaufsfahrt machen. Auch zum Museum fahren, nach Mönchengladbach, zum Thomas, vielleicht da auch mit ihm reden und da auch einige Exponate einkaufen. Jedenfalls, so einfach ist das nicht und ja. Ja, zum Abschluss, Herr Gabriel, der schon reich genug ist, auch hier einige Häuser hat, also Vermieter ist, geht natürlich jetzt nach Siemens, Alstom, keine Ahnung, Wirtschaftsminister hat die Fusion vorausgetrieben. Ja, jeder schaufelt sich seinen eigenen Arbeitsplatz, so ist das. Also schaffen wir jetzt unseren eigenen bei Star Wars, alles klar. So, Amazon kam gerade angerauscht, hat mir das gebracht. Jetzt bin ich gespannt, ob das die Sachen sind, die verschütt gegangen sind. Ein T-Shirt war verschütt gegangen und eine Figur war verschütt gegangen. An sich, die Figur ist so groß, das ist richtig, aber es fühlt sich schon ein bisschen merkwürdig an. Kann sein, dass das T-Shirt dabei ist, aber mit dem T-Shirt, das kostet nicht wenig, ich sehe das nicht ein. Das ist viel Geld, das hätte ich dann auch zurück. Ja, aber das ist kein T-Shirt. Das ist nur so eingepackt, das ist irgendwie schräg gelaufen, dass das so aussieht. Naja, das ist irgendwie schräg gelaufen, so wie verpackt hier. Ihr seht das live hier, was man hier so alles bekommt. Also T-Shirt ist es nicht. Also, da müssen wir mal gucken, was die sich da einfallen lassen. Okay, die Maske kommt erst später, das ist richtig. Vielleicht kommt ja das T-Shirt mit der Maske. Also es ist wertvoller eingepackt, wie wertvoll es ist, aber gehört ja nochmal dazu. Ihr seht mal live, wie Amazon alles hier einpackt. Ja, also wie gesagt, war irgendwie verschickt gegangen. Sollte schon am 3. kommen. Mhm. Ist klar. Jetzt weiß ich auch, ist klar. Mhm. Ihr werdet vielleicht nicht erschrecken, aber ist so. Verkaufen kann ich sie nicht mehr, aber naja, ist egal. Mhm.
Also verkaufen kann ich sie nicht mehr, schaut euch mal an. Ihr habt ja gerade live nicht erlebt, wie das verpackt ist. Also das Ding war auch verschütt gegangen, so sieht es auch aus. Da ich es aber haben wollte, haben sie sich gedacht, naja, dann schicken wir sie euch mal. Ist klar, ne? Total sehr, ne, ist klar. Ich meine, die Figur ist noch in Ordnung, aber ihr wisst ja, dass an sich Star Wars so nicht gehandelt wird, dass Star Wars nicht so ist. Werde ich wohl auspacken, weil das sieht ja wohl nicht aus, ne? Überhaupt nicht, naja, egal. Kaputt, also, ne? Gebröselt. Wie gesagt, die war verschütt gegangen, die sollte schon am 3. Mai, heute ist der 17. Mai, kommen. Da habe ich gesagt, wo ist denn die? Na, ja, und so. Ist irgendwie Irrläufer, ist hier, ja, klar. Ist richtig irr gelaufen. Ist klar. Okay. Mahlzeit, Hallöchen. Ja, genau, einfach ran. Okay, meine Enttäuschung kann man sich ein bisschen denken, aber es ist nicht so schlimm. Wie gesagt, die Figur wird dann ausgepackt und irgendwie werden wir das schon in die Sendung mit integrieren. Die liebe Rey. Ja, also wir haben Rey noch da mit BBA, aber warum ich nochmal Rey alleine bestellt habe, weiß ich auch nicht. Egal. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich mache mir das jetzt hier irgendwie neu. Neuartige Deko. Wie gesagt, nach allen. Ja, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, Rebels, Renesy Stars, oder Renny Stars, ist egal, die Renny, das neue, und dann Rogue One, und dann Han Solo, mal schauen, ob es klappt, weil ich komme nicht so an die Ware ran, wie ich mir gedacht, meine Großhändler sind ganz raffiniert, wenn ich eine Figur haben möchte, worauf ich mich spezialisiert habe, muss ich zig andere nehmen, die ich schon links habe, ist immer so, also in Rogue One ist plötzlich, Rey mit drin, ich weiß nicht, was die da drin soll, aber ist halt so. Oder ein anderer Stormtrooper oder keine Ahnung, die basteln sich da eine zurecht. Und solche Figuren brauche ich dann nicht. Gut, ich könnte jetzt wieder Kenner einkaufen, weil Kenner läuft immer, Vintage läuft immer. Die Leute mögen es halt. Ich suche gerade noch passend das eine T-Shirt, also R2D2, also ne, stimmt ja gar nicht. 3DRIPO T-Shirt war angekommen, R2D2 habe ich ja noch gar nicht bestellt, weil die Maske ist mir ein bisschen zu breit. Ich finde das so ein bisschen breit, der Ding da. Jetzt gucke ich nach, ob ich mir nicht vielleicht das besorge von 3DRIPO. Jetzt ist die Maschinerie da, die da lärmt. Bin ich rein. Wie gesagt, ich bin noch auf der Suche eines Stormtrooper Helmes, der passt, also ich weiß auch nicht warum Darth Vader, plötzlich nur 99 Euro kostet statt 129. Ich überlege mir gerade wegschicke, neu bestellen. Ich will ihn ja nicht verkaufen, ist ja egal. Ich muss nur gucken, ich muss an sich alles so ein bisschen passen. Ich bin da nicht so begeistert im Moment von den Preisexplosionen. Weil ein Spielzeug, brauchen wir es nicht erklären, zwischen 30, 40 und 55 plus, wir sehen das halt ein bisschen anders. Hobby ist zwar schön, Hobby macht ja auch Spaß, aber es muss schon irgendwie sein. Ich meine, eine Eisenbahn empfinde ich auch als Kitsch. Ja, ne. Bei der Eisenbahn kann man ja wenigstens noch was herstellen, was machen. Und hier kann man halt nur nehmen. Auspacken, hinstellen, Finger ruhig halten. Okay, wenn das so angeliefert wird, wie es angeliefert wurde, so halb drapiert hier, alles okay, ist ja nur außen. Auspacken, hinstellen, gut ist, gar nicht so lange Fackeln her. So, aber wie gesagt, ich bin wirklich noch hinter diesem Hasbro-Helm, aber der ist ja immer noch so teuer, wie teuer er ist. Finde ich gar nicht so lustig. Aber wenn man Glück hat, und ich habe Glück. Ah, toll. Die lenken hier ein. Ich hätte jetzt einen Stormtrooper-Helm haben können für 99,95. Ich wollte gerade schon draufdrücken. 45 Euro die Verpackung. Alles ein bisschen raffiniert, das Ganze. Also, muss ich schon schmunzeln. Wäre dann in 5 Tagen da. Aber ganz raffiniert gemacht, wie gesagt. Stormtrooper-Helm Deluxe von Hasbro für
109 Euro oder 99,95 und dann kommt die Verpackung dazu. Also ich komme nicht drum rum, da weiter zu suchen. Also da muss ich schon lachen. Ja, hier kostet er dann plötzlich 171 plus 5 Euro Porto. Und dann kostet er, das ist das Allerlustigste, 116 Euro, aber 62 Euro Porto. Also ich weiß nicht, ob Amazon da einen verarschen will oder der Meinung sind, da sind nur Vollidioten, die bei Amazon einkaufen, mitnichten. Also unser eins passt da schon auf. Okay, ich bin auch Reseller, ich muss schon aufpassen, dass ich die Ware also dann so abgibt, dass wenigstens 1 oder 2 Euro überbleiben, die also irgendwie mehr reinkommen, wie ich ausgegeben habe. Ja, ich muss ja einkaufen, so ist es ja nicht. Ich muss einkaufen, weil wegen den Steuern schon alleine. Irgendwie muss ich ja Ware haben hier, die ich anbiete. Im Moment biete ich halt ziemlich viel Star Wars an. Aber nicht so zum Verkauf, also wie gesagt, wir brauchen, also ich habe es eingekauft, wir brauchen es so, wie auch diese schöne Keksdose, die ich hier nochmal in die Hand halte. Wie gesagt, die brauchen wir. Die steht dann am Tisch, also wenn wir dann schon die Show machen, werden wir uns also freuen. Mal gucken, welche Kekse ich reinpacke. Sagt mir eure Wünsche, packe ich rein. Dann haben wir die bei der Sendung zum Kauen. Ich denke mir nur aus, auf runden Tisch, viereckigen Tisch. Ein tolles Szenario um mich herum. Das weiß ich noch nicht, aber jedenfalls irgendwelche Sachen, worüber dann wir sprechen wollen und werden, besonders über Filme. Wieso die Filme so sind, warum solche Fehler da drin sind, so E8. Sind schon harte Fehler. Ich weiß nicht, ob Poe Dameron da seinen Flieger da in der Hand hatte, wie er da aufschlug. Das hätte ihm an sich ein bisschen mehr kosten müssen, als wie das, weil die Dinger haben nämlich kein Schutzschild. Punkt. Es war sowieso alles ein bisschen merkwürdig, weil wenn die einen angreifen, warum helfen die anderen dann nicht? Also ist schon ein bisschen merkwürdig. Also wenn ich ein Imperator bin, wenn ich eine Streitmacht habe, eine erste Ordnung habe, dann sind die so ausgebildet, die wirklich, ne, das sind ja Sturmtruppen, ja, die sind ja so ausgebildet, dass die wirklich einen Nagel treffen aus 100 Metern. Ja? Hat ja auch Obi-Wan gesagt, das sind präzise Schützen, die haben das präzise gemacht und so. Ich meine, jeder lacht. Jeder Fail lacht, was sind das denn für Schützen, die schießen da in der Welt rum, treffen ja so meist nie. Gut, bei Teil 4 lagen sie natürlich alle rum, da die armen Kerle, die dann da weggemeuchelt wurden. Ja, und in Teil 3, wie Darth Vader so richtig ausgerastet ist, hat er die ja richtig auseinandergenommen. Auch gespalten, durchgestochen und was weiß ich nicht alles. Er war natürlich der härteste Darth Vader, den wir je gesehen haben. Aber ist halt so. So, ich hätte also wie gesagt heute ein bisschen Lust zu reden. Ich war wie gesagt auch enttäuscht hier, dass die Ware mal wieder so angekommen ist, wie sie angekommen ist. Ein bisschen, aber egal. Wie gesagt, ich kann damit leben. Bei der anderen Verpackung damals war ich auch ein bisschen echauffiert, da war ich auch stinksauer. Die Figuren stehen heute noch in der Vitrine, weil wie gesagt, durch die Verpackung kann man sie dadurch nicht verkaufen. Ich habe die Verpackung auch mittlerweile aus dem Verkehr gezogen, weil die aussah, wie die aussah. Und habe die Figuren halt in der Vitrine stehen. So, den Helm von Darth Vader habe ich auch nicht ausgepackt. Ich bin verwundert, dass er plötzlich im Preis gefallen ist. Und ich überlege jetzt bei laufender Kamera, ob ich ihn zurückschicke, dann wieder Geld zurückgebe und neu kaufe. Ja, aber immer dieser Aufwand, habe ich gar keine Lust drauf. Okay, Jungs, das war's. Weil T-Shirt kommt heute nicht, kann ich euch nicht vorführen. Die Maske kommt auch noch nicht, das dauert auch noch ein bisschen, bis die kommt. Ich stöber noch ein bisschen rum, ich sehe da gerade was. Mal gucken, wie teuer die ist. Ja, geht. Könnte man, aber da kommt mal Porto drauf, typisch. Noch, da warte ich noch ein bisschen. Haben hätte ich sie gerne, ja, Amidala in schwarz. Ich bin ehrlich, 1999 bei der ersten Ausrichtung für Kino und für die Firma Karstadt auf 200 Quadratmeter. Habe ich natürlich viele Figuren gehabt, ja, die ich dann auch ausgestellt und natürlich für den Verkauf angeboten habe. Da ist aber auch nichts passiert. Ist auch kein Hype. Ich meine, das Kino war voll, haben wir gut hingekriegt. Das war okay. Also wir haben uns gefreut und CineStar in Dortmund hat auch Spaß gemacht. Viele waren da in Dortmund, ist klar. Viele Cosplayer hatten wir da im CineStar. War schön, war eine tolle Sache. Aber das war es dann auch. Ja, und das war's für heute. Ein bisschen ruhig heute, aber ist halt so. In 7 Tagen sieht die Welt anders aus. Nee, 9, 9.
So, eine kleine Anekdote zum Schluss. Das gute T-Shirt kommt sicherlich morgen an dem Donnerstag. Heute war Mittwoch, ziemlich ruhig. Aber Cannes war und da war richtig was los. Hat richtig Spaß gemacht, deswegen habe ich auch einen Videoclip gemacht wegen Cannes, weil da so viel los war. Und weil da so vieles rausgekommen ist. Emily Clark, die Darstellerin bei Han Solo, hatte überhaupt keinen Plan. Die war total überfordert mit Star Wars. Die wusste gar nicht, was alles auf sie dazu kam. Ist klar, wenn Fans überrollen und ist klar, es kommen riesengroße Emotionen auf einen zu. Wir haben 41 Jahre Star Wars erlebt, in allen Zügen. Wenn einer spricht, wissen wir, worum es geht, ob er Thrawn ist, ob Rebels ist, Resistance. Ach, egal, Darth Maul, ach, wie der heißt, Malak und Riven und Nilius und, ach, egal. So, wie gesagt, irgendein Kalauer musste natürlich kommen, der wurde auch veröffentlicht, dass der nächste Spin-Off um Han Solo geht. Nee, eben nicht, sondern Carissian, Lando Carissian, ich weiß nicht, was das soll, Lando Carissian war noch nie eine schillernde Persönlichkeit, die ist mal kurz aufgetreten in den Wolken, wo er dann da freigelassen und versuchte da mit ihm und dann, wie gesagt, Darth Vader da war, auch die Szene war, wo Darth Vader dann den Schuss abgefangen hat, den wir nie gesehen, aber wir wissen es ja, dass da geschossen worden war und dass auch 3DPO auseinandergenommen wurde und Chewbacca ihn dann wieder zusammengeschraubt hat. Wissen wir alles und die Dispute da... Die Aussagen, weil er natürlich falsch zusammengeschraubt wurde, passte dann dem 3DPO nicht. Aber Chewbacca hat sich bemüht und hat ihn repariert. So, und also Lando Carissian bin ich der Meinung, dass es nicht sein muss. Ich bin etwas irritiert, deswegen mache ich diesen Videoclip. Bin der Meinung, dass ihr darüber sprechen könnt. Also die 30, 40 plus und 55 plus will ich hoffen, dass die diesen Videoclip gesehen und auch wissen, wovon ich spreche. Wie gesagt, 2016 wurde uns Han Solo angekündigt. Han Solo ist jetzt endlich da, hat 2 Jahre gedauert. Und 2016 weiß ich noch ganz genau, weil ich die Rubriken gelesen habe, saß Kennedy da und sprach von Han Solo als Western und wollte eine Han Solo Trilogie machen. Han Solo Trilogie. So. Warum jetzt 2 Jahre später so ein Durcheinander und ein Wirrwarr? Wir wissen von nichts. Er hat für 3 unterschiedlich so logisch. 2016 war eine Trilogie Han Solo angekündigt und somit wurde auch unterschrieben. So, man hat uns Bilder gezeigt vom Planwagen und Indianer und Cowboys und hat es ja gezeigt. So, wenn man in das Ganze mal geht, wenn man in Star Wars reingeht und sich das anschaut, nicht nur bei Arte wurde auch eine Menge gezeigt über Star Wars, aber war es nicht 41 Jahre, sondern glaub, war so mittendrin. So, und wenn man dann zurückspringt nach vorne bei 1, wenn die Fanboys da losgelegt haben und darüber alles gesprochen haben und nachher auch alle aufgetreten sind, von Leia bis Han Carissian da, der Originaldarsteller und so weiter, ja, da ist ja schon alles okay, das macht ja auch richtig Spaß, aber unter uns, irgendwas stimmt ja hier nicht, also etwas läuft hier aus dem Ruder, warum ich den Videoclip jetzt mache, weil Emilia Clarke aus Games of Thrones, total, aber die wussten nichts. Ich meine, genau wie die Daisy Ridley, die halt Rey gespielt hat, die hatte gar keinen Plan von Star Wars. Wusste auch nicht, worum es geht. Ich meine, ich habe viel gelesen in den 41 Jahren. Ich meine, der Darsteller von 3CPO, jetzt seinen Namen vergessen, der jetzt aber bei Han Solo richtig mitspielt, ohne Maske, ohne alles. Den hat man halt nicht so gesehen, aber er war auch da. Diverse Gegenspieler da, ja. Auch der neue Bösewicht, der mit dem Flieger da um die Ecke biegt. Der momentan nicht lieferbar ist als Figur, sogar der wurde ja nicht vorgestellt. Also man hat halt eine gewisse Marge gehabt an Leute. Ich meine, am Solo-Tag, Premiere, waren auch diverse andere noch da, die man sehr gut kannte aus anderen Filmen, die jetzt also auch schon ihr Alter haben. Aber man freute sich, die wiedergesehen zu haben, weil man sie ja alle kennt. Man kennt sie alle aus verschiedenen anderen Filmen. Ja, nur die Hauptakteure, wie gesagt, Leia und Mark Hamill, das war so eine Zeit, die mussten sich irgendwie durchwuseln, aber haben sie auch geschafft. Harrison Ford brauchen wir nicht erklären, der hat es ja richtig geschafft und ist ja auch fast in allen Filmen schon zu sehen, die auch Stallone gedreht hat oder jemand anderes und Indiana Jones 5 oder so kommt ja auch irgendwann, wenn wir Glück haben, bei George Lucas dauert es ja mal ein bisschen, bis er die Filme rausrückt, immer so im Intervall 3 Jahre und jetzt sind wir halt unterwegs und hoffen,
dass er kommt. Aber ich frage mich die ganze Zeit, warum Han Solo dauernd so merkwürdig. Ich meine, ich kann ja lesen. Ich weiß, ich habe es nicht auf, ich halte es jetzt hier nicht fest. Aber ich weiß, das alles gesehen. Ich habe es ja die Planwagen und so weiter. Ich habe mir ja auch die Stories angehört. Aus was alles, also Star Wars wurde ja aus allem rausgenommen. Ja, ja? Zweiter Weltkrieg, Indianer, Cowboys und so weiter. Ja? Auch Fechten, ja, von Errol Flynn, die Geschichten hat man umgeändert, das Fechten dann halt mit den Sabern. So, und dann frage ich mich die ganze Zeit, was soll das Ganze? Ich meine, ist das jetzt so eine Art Seifenblasenoper? Lesen die Leute nicht richtig oder habe ich zu viel gelesen? Ich habe wirklich sehr viel gelesen und ich weiß, dass Han Solo 3er kommen sollte. Ich bin froh, dass er jetzt erstmal kommt und bin froh, dass er auch so gut angekommen ist und bin auch froh, dass er in Kanda, ich musste schmunzeln, wie in Kanda gesprochen, in Deutsch, Englisch übersetzt, ein heilloses Durcheinander. Ich meine, das war eine Wahnsinnsankündigung. Da ging es auch richtig los. Ich fand es auch super, dass der Darsteller von Chewbacca einen Darsteller fürs Kostüm hatte. Also er war selber zu sehen, war aber nicht im Kostüm, sondern er hatte einen Darsteller fürs Kostüm. Fand ich auch stark. Also man sieht den Schauspieler und lässt sein Kostüm. Ne? Chewbacca ist ein Kostüm, ist ja kein Lebewesen. So, das Kostüm Chewbacca wurde dann zum Leben erweckt durch jemand anderen. Fand ich toll. So, und auf der Premiere war dann der Ursprungs auch da, der halt in den Serien trotzdem die sitzenden Rollen, also da, wo man sitzen und so, die hat er noch gedreht, weil er kann leider nicht mehr. Und die laufenden macht dann der andere. Ne? So, und warum man jetzt Chewbacca nicht den Schauspielernamen auf die Plakatierung gesetzt hat, das weiß ich nämlich auch nicht. Vielleicht wisst ihr das. Chewbacca steht überall als Chewbacca, nicht der Schauspieler daneben. Ja? Bei L3, den neuen Roboter da, beziehungsweise Druiden, da ist sie ja mit dem Namen drunter. So, und sie ist ja auch da, die Brünette. Und die kann man ja dann auch sehen, man weiß halt, wer sie ist. So, und der Rest müssen wir warten. Grüß euch, hallo.